Und willkommen in der Sonderausstellung zu Hermann de Vries. Schön, dass du heute vorbeischaust. Ich bin deine Begleitung für heute und führe dich ein wenig herum. Komm mit! Der in Holland geborene Hermann de Vries lebt und arbeitet seit bereits 51 Jahren im Mittelgebirge des fränkischen Steigerwald. Was ihn dort hält? Sicher nicht die nahe Kohlefabrik. Vielmehr sind es die Besonderheiten der dortigen Natur, die für einen ausgebildeten Gärtner, Biologen und Künstler wie Hermann de Vries ständig Anregungen oder Herausforderungen sind und in deren Wäldern er die Grundelemente jener Bilder findet, für die er bekannt ist. Er wendet sich in seinen Arbeiten schwerpunktmäßig der Natur zu und wirkt im direkten, unmittelbaren Kontakt mit der Natur. Die uns all umgebende Natur ist das Material, das er möglichst unverändert in seine Kunstwerke einbettet. Im Bewusstsein, dass jede Natur in der Kunst nur eine Annäherung an die Natur an sich sein kann, verzichtet er konsequent auf jede künstliche Natur. Auf diese Weise vertritt er die Ansicht, dass nicht die Natur dem Kunstwerk unterzuordnen ist, sondern die Natur selbst sprechen kann. Lass uns nun die Natur durch seine Augen betrachten. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Installation mit dem Titel Sanctuarium in Münster. Es liegt in einem englisch angelegten Schlosspark. In diesem sind nur bestimmte Pflanzen zugelassen, welche von Menschenhand ausgewählt wurden. De Vries macht darauf aufmerksam, dass städtische Grünflächen zwar grüne Lungen, aber eigentlich nur verarmte Natur sind. Im Sanctuarium können allerdings Pflanzen aller Art keimen, wachsen und vergehen. Es kann nur über vier ovale Öffnungen in der Mauer ins Innere geschaut werden. Der Mensch ist somit von diesem idealen Ort physisch ausgeschlossen und hat nur als Zuschauer Anteil an der Vollkommenheit der Natur. Es bewahrt allerdings nicht nur wild gewachsene Pflanzen, sondern auch Glasscherben, Plastikmüll und Papierfetzen von Menschenhand achtlos über die Mauer geworfen. Die Utopie einer unberührten Natur muss schlussendlich scheinbar vor der Realität unserer Wegwerfgesellschaft kapitulieren. Um die Biodiversität in seinem Sanctuarium aufzeigen zu können, fertigte er ein Herbarium an. Denn die Biodiversität ist von Natur aus gegeben, wird allerdings von menschlicher Hand immer weiter verändert, sodass Monokulturen entstehen. Innerhalb des Sanctuariums wird jedoch sichtbar, wie sehr die Natur nach Vielfalt strebt und sich eigenständig entwickelt. Durch das Aufzeigen der nun dort wachsenden unterschiedlichen Pflanzenarten kann ein vergleichender Blick hinsichtlich der Formmerkmale, Farbdifferenzierung und materiellen Struktur ermöglicht werden. Diese Farb- und Strukturdifferenzierung zeigt er auch in seinem Erdherbarium auf. Bei diesem Herbarium zeigt er, dass die Erden der Welt sich nirgends gleichen. Über eben diesen ästhetischen Zugang bietet er einen Einblick in die Diversität der Erdböden. Auf diese Weise schult er bei den Betrachtern das Bewusstsein für Erde als etwas Schönes, Schützendes und Ästhetisches. Dies ist besonders in der heutigen Zeit wichtig, da wir durch die derzeitige Landwirtschaft unsere Erden immer weiter zerstören. Die ästhetische Wahrnehmung könnte uns also als ein Weg zu einem bewussteren Umgang mit der Natur und dem Leben dienen.